drücke ihn mal in seine Form zurück. Jetzt hör auf, den armen Bipedog zu schlagen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu ARK PlayStation 4, Valguero. Ich vergesse die Map manchmal. Und nicht wundern, dass mein Bipedog irgendwie so gequetscht aussieht. Der Minifuzzi hat drauf geschlafen. Das ist voll dieser typisch. Ich muss es auch auf dich schieben, wenn du es schon sagst. Auf jeden Fall war das heute der Plan. Wir haben vorhin mal ein bisschen Zeit investiert und haben uns Petris besorgt, also ein paar mehr, weil wir jetzt, denke ich mal, drauf gehen werden alle. Wir haben sie auch schon gepaart, haben die Eier reingebracht, denn wir wollen Wyvern-Eier holen. Ja, ich weiß, Folge 5, wir wollen Wyvern-Eier holen, dafür brauchst du nur einen Petri. Also ist es, kann das eigentlich jeder, der so weit ist, dass er Petri besorgen kann. Also, gut, wollen wir da nackt hinfliegen oder wollen wir da mit Ausrüstung? Also ich mach alles leer, weil ich gehe auch sehr stark davon aus, dass wir dabei draufgehen. Gut, ich pack mal mein... Jetzt sieht mein Bipedog wieder normal aus, aber wenn ich den echt auf die Schulter nehme... Alter, irgendwas stimmt mit ihm nicht und er grinst auch noch so hässlich. Du hast so schmale Schultern, da muss er sich so eng zusammenquetschen. Mann, Alter, ja, das ist die jetzt, wenn ich die Aufnahme starte, ist diese blöde Fliege wieder da. Oh, ey. Ich hab auch eine schon wieder. Alter, dieses Drecksbiest. So. Ich hab auch schon wieder eine rumliegen. Rumliegen? Ja. Sag mal, darf ich mal kurz was fragen? Nein. Musst du den Bulldog eigentlich verpixeln? Warum? Ja, wisst ihr, die Laterne sieht schon so aus, als hätte er ein bisschen Feuerwehrmann gespielt, oder? Nee, aber wir haben schon sowas. Guck mal, das ist wieder typisch Russe, ne? Übelst die Panzerung und dann untenrum frei. So muss das. Was nehmen wir denn da? Die können wir ja alles erschießen, oder? Wir haben ja Eier gemacht. Ja, Eier haben wir ja gemacht, ja. Gut, dann Ausdauer ein bisschen drin. Wurf auf die Biester. Georg, willst du deinen Bipedog mitnehmen? Nee, eigentlich nicht. Weil du verschuldet hast. Ja, er wächst ja auch nicht. Alter Flieger! Sollten wir nicht erstmal vielleicht irgendwas Kleines klatschen, damit die wenigstens 2-3 Level noch bekommen? Ah, die zerschießen wir doch eh. Okay. Soll ich die einfach nehmen, die Schmelze? Irgendwie so klein. Ich nehm den. Wir haben noch keine. Ne, so weit sind wir noch nicht. Also Schmelze, das dauert noch ein bisschen. Alter, hast du mal geguckt, was das Ding kostet? Alter, was macht ihr den ganzen Tag? Ey, der Fossi hat das ganze Metall für die blöden Scheiß-Safe rausgehauen, ey. So, los geht's. Das macht man natürlich nicht. Man braucht natürlich erste Schmelze, bevor man Metall benutzt. Oh, Georg! Was? Lern doch mal fliegen. Hä? Ich bin über dir. Ja, ich bin voll in dich reingekracht. Ja. So, erstmal Level up an den Petri. Bisschen Ausdauer, komm, ja, fein. Was ist denn Pokémon Snap? Auf N64. Ja, ist so ein Fotospiel, da fährst du auf so eine Lore lang und musst Pokémon. Genau, ich hab's auf N64. Das war voll öde. Also manche fanden es geil, ich fand's kacke. Also ich fand das mega öde, das war voll langweilig. Das guck mal, wir sind Pokémon Stadium viel besser. Wenn ich bei Minifuzzi in der Nähe bin, wird bei mir unten immer noch das Heiß-Symbol angezeigt. Ich glaube, das liegt einfach an deinem mächtigen Bart. Geil, ne? Du weißt, ne? Der Bart hängt nur davor. Ach so, muss ich da auch noch suchen? Wo ist der Russhaut ab? Im Vorhang. Der hat schon 5 Eier. 2. Er hat den ganzen Sack voller Eier. Deswegen hat er keine Hose an, die passen da nicht mehr. Nein. Du musst dir echt noch vorstellen, bei Petri an der Seite, so links, rechts hängen die Dinger runter. Ich hab Musik. So. Ah! Wer bist du denn? Wölfe. Neben dir. Nee, das war, glaube ich, Cloud mit den Wölfen. Ach so. Aua, nee, hier ist ein Drache, flieg weg! Was? Warte mal kurz, ich muss hier mal erstmal leveln.
Ich hab irgendwas gerade angegriffen. Ach, du spinnst schon wieder. Ey, ich hab minus 5 Schaden gekriegt, hallo? Was, minus 5 Schaden bei einem Wyvern? Ja, dann machst du aber beschissen, dass Wyvern ohne Mist. Nein, das ist so, die backen hier übelst rum. Musst okay. mal hören, du, da knistert so die Luft ganz komisch. Das heißt, dass die Viecher unter dir sind. Das ist was anderes. Bei mir knistert auch gleich. Wenn du die falschen Drogen eingeworfen hast, dann knistert die Luft öfter. Ach, Hendrik, wir reden ja nicht von deinem Abenteuerwochenende, wir reden hier von Ark. Wer ist er da? Dann kannst du Farben schmecken. Das ist der Russe. So, wo sind die Eier? Nicht Georg seine. Was? Komm mal her, ich zeig dir. Komm mal mit. Ich lass raushängen. Ach, hier ist es. Welche willst du denn eigentlich? Eiswifern oder Feuerwifern? Ja, bei den Eiswifern weiß ich nicht. Ja, schreiben wir mal, es ist so extrem verbuggt, die sind unsichtbar. Ja, ist es auch. Deswegen frag ich ja. Ja, denn Eiswifern. Weil die so total verbuggt sind. Sehr gut. Vorsicht, hier ist ein Eiswifern. Ja, nur zwei, wa? Die anderen gibt's ja noch nicht. Nee, ich habe auch nur gesehen, dass es Eiswifern und Feuerwifern gibt. Also hier ist ein Nest, aber da ist wieder nur ein Geschenk drin. Okay, nimm das Geschenk mit. Brauchst du, kannst du dir sparen. Warum? Weil das nichts ist. Das ist Nicht nehmen. Zu spät. Ich glaube, ich habe eine Wyvern am Arsch. 182 Schaden bekommen. Boah. Was sind sie denn jetzt? Ich dachte, wenn ich das Paket nehme, dann fliegen sie alle raus. Ja, ja, es wäre schön, weil ich hab's immer noch am Arsch. Die sind unsichtbar. Ja. Yeah. Unsichtbare Wyvern. Und nein, liebe Zuschauer, das könnt ihr diesmal nicht auf Studio Wildcard schieben, weil das eine Custom-Map ist, die irgendwelche Leute erstellt haben. Deswegen ist sie auch kostenlos. Vorsicht, ich hab einen Feuerdrache hinter mir. Könnten sie aber trotzdem langsam mal patchen, weil das war ja schon auf dem PC so. Das kam einen Monat vorher raus. Ja, das ist schon... Mein Fliege, verpiss dich doch mal hart, ey! Ich nehme mal noch so ein Paket mit. Aber irgendwie sind hier keine Eier. Ach, da ist ein Wyvern, ich sehe jetzt endlich einen. Hallo! Ja, das sind schon die Feuerwyvern, die der Georg gerade mit rausgelockt hat. Achso, die sind wieder drinnen. Komm mal zur Themenfalle zurück. Moment, bin auf Weg. Ich gucke noch, ich habe zwei Pakete, aber keine Eier. Ah, das ist ja jetzt nicht bedeutend, dass ich keine Eier habe, aber ich habe jetzt keine mitnehmen können. Keine Eier. Ja, ja. Also, dann noch zwei. Wir haben es schon alle gehört. La 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 la. Oh, jetzt kommen sie. Keine Tote, wenn du nicht gehört. Na doch! Ich muss ja in irgendeine Zähmfalle oder so. Ich habe keine Ausdauer mehr gleich. Oh, hier schießt jemand Feuer. Alter, so kleine Stocken, ich liebe dich. Die kommen hier rein. Mach ich halt. Ich hab einen Wyvern gefangen. Na, guck mal. Mach jetzt hast du wirklich heißen Kopf. Aber guck mal, ich betäub ihn. Ja, und dann? Zu betäuben. Der kriegt mir Milch, Wyvernmilch. Aber der fliegt jetzt gleich wieder vorne raus. Das darf nicht rausfliegen. Georg, wir sind doch aber hergekommen, um Wolf! Wolf am Arsch! Ja, wir sind doch eigentlich hergekommen, um Eier zu fangen und nicht uns zu trippern. Ja, da muss man in die Feuerhöhle rein. Da muss man in die Feuerhöhle. Ja, um Eier zu fangen. Ja, da gehen wir halt in die Feuerhöhle. Ja, die Eisbewohner sind halt so massiv verpackt, das geht nicht. Ja, Georg, hör auf mit dem Vieh zu spielen da hinten. Den er spielt immer mit dem Wolf. Oh, du bist so groß, Scheiße. Aber leicht also, irritiert aus, Georg. Habt ihr gerade die Fliege gesehen? Oh, Quatsch. So. Bist du soweit? Nein. Ich ja. Die Feuerwiffer kommt! Die Feuerwiffer kommt! Cloud, folge mir unauffällig! Ja, ja. Was knistert denn jetzt hier so? Das meinst du? Das ist das, was ich vorhin meinte. Ach so. Siehst du mich noch? Ich bin hinter Brust. Ich hab den verfolgt, den falschen gerade. Hau ab, der folgt dir.
Nicht schlecht. Hallo Minifuzzi. Wir fliegen gleich weiter hier runter. Ich muss mal tanken. Achso. Ach, das ist doch wieder alles stressig. Ja, ich finde das hier um einiges einfacher als auf Ragnarok. Ja, einfacher ist es schon, weil du den Gegner nicht siehst. Nee, du musst nicht sehen, siehst du mich auch nicht. Oh, wir werden verfolgt. Minifuzzi. Ja, da komm, hier links runter und hier ist die Höhle. Ja, bin ich schon. Ich bin vor dir sogar drin. Und links gleich rum. Oh Gott! Da kommt die nächste. So. Hier ist es. Und hier unten ist die Höhle. Ja, ich bin in der Höhle. Ich fliege die ganze Zeit im Kreis, weil hinter mir böse Auerweibern sind. Ja, zieh die einfach weiter. Du hast so viel Platz drin. Ja. Die ist riesig, die Höhle. Die Wyvern auch. Da unten ist, könnte ein Ei sein. Könnte, aber ich werde von Wyvern verfolgt. Und was ist drin? Einmal. Ja, da ist ein Ei drin. Siehst du mich? Nee, ich sehe dich gerade nicht. Ach doch, da drüben bist du. Ja, ja, hier unten ist ein Ei. Ich lock die Biester mal weg. Ja. Ich muss gleich trotzdem mal landen, weil irgendwie geht mir gerade die Ausdauer an. Hart doch mal ab, ich muss tanken gehen. Wow, ich brenne. Ja, hatte ich auch gerade. Ich kau noch Ausdauer, das ist schlecht. Hau ab! Hau ab, Wyvern, hau ab! Mitnehmen. Hau ab! Geh weg! Bin gleich fertig getankt. Oh, es will er beißen nehmen. Oh, der backt ja gerade so schön rum, dass ich in Ruhe, während er um mich drum herum fliegt. Ja, war bei mir aber auch eben. So. Hier ist ein 144er Ei. Ey, der scheiß Feuerhöhle ist ein Eiswäuern drin. Was? Ja. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Genau am Eingang. Soll ich ihn jetzt das Ei aufnehmen, während die Wyvern hier um mich drum rumfliegt? Das ist irgendwie uncool. Na, absteigen und mitnehmen. Ich absteige fast ja nicht. Das testet das einfach, wenn ich drauf liege. Hau ab! Ist das das einzige Ei, was es gibt? Warum ruckelt das denn jetzt so? Hallo? Oh, jetzt hat er nicht das Ei genommen, sondern es wieder aufgestiegen. Aua! Jetzt hat er so lange geruckelt, dass er mich sogar noch beißen konnte. Ah! Komm, das überlebst du. Komm, dann schaffst du. Jawohl! Ich hab's. Nein! Ich hab's. Ah, fuck, er hat. Nein! Hast du das Ei? Ich hab das Ei! Hau ab, Gott, hier sind ja viele! Hier sind so viele! Raus! Ja, ich fliege. Ich sehe da vorne einen Petri fliegen. Das ist bestimmt doch Georg. Georg, warte mal auf mich, bitte. Ich hab da was für dich. Hau ab! Ich bin gleich tot! Ja, ich sehe das gerade, 148, das ist die Eismühle, die mich schon angeknabbert hat. Und ich habe keine Ausdauer. Vielleicht ziehe ich sie jetzt hinter mir her, das wäre ja ganz nützlich. Und er dreht um und ich bin tot. Ah, 248, Alter. Ja. Bist du raus? Battle Royale. Ich bin der letzte Überlebende. Minifuzzi hat eine Klöte erlangt. Nimm mich mit, du Affe. Niemals. Du blickst mich. Hier links ist aber irgendwo der Giga. Ja, den will ich jetzt aber nicht. Der ist Elo-Level. Lande! Na, falls ich schon gefragt hatte, die anderen haben so ein High-Level, dann will ich auch ein High-Level. So, das ist mein Drache gestorben. Auf Ragnarok. Ich hab auch gedacht, der Giga war bis Level 8. Da kann man sich da vorstellen und einfach zubeißen. Nee. Hat nicht funktioniert. Hat auch mein High-Level-Drache nicht kaputt gekriegt. So, gucken wir mal. Runde 2. Ich war auch vorher nochmal gelandet. Sagt er immer. Uff. Ich bin doch ganz in der Nähe. Ah, da hinten ist Spider-Man. Ah, hier ist ein Ei. Georg, hast du dein Level eigentlich jetzt schon? Ja, hab ich. Was, Level 80? Ja, Level 80. Ich hab mir gerade holen. Ja, nimmt mit.
Können wir immer noch essen. Guck mal, hier ist ein Käfer. Ich hab einen Scheißhauskäfer gefunden. Nimm mit. Wie soll man den denn drehen, Alter? Geht ja nicht, das ist ja ausgestellt. So. Kann er dann schieben? Alter, der sitzt auf so einer kleinen, winzigen Drecksvorsprung. Wie soll ich den denn... Oh, oh, Feuer, Feuer, Feuer! Feuer, 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 Feuer! Heiß, heiß, Mutti! Echt nichts mehr. Nee, hier ist... Oh, du hast... Was hinter dir? Ach, mach den Scheiß. Wer, Fuzzi oder ich? Keine Ausdauer. Ja, ja. Du, Pfeile, du glaub, Feuer. Ich? Auch. Echt? Zwei Stück. Ich bin so gut wie tot. Wo sind denn die? Also ich habe mindestens auch zwei am Arsch. Geil. Klar, müde. Ich glaube, du hast eher mich gesehen. Ich habe fast kein Leben mehr. Ach, hier oben ist ja auch noch ein bisschen was. Gucke. Es geht einmal um die Eisschlucht rum hier drin. Ah. Müsstest du mir doch sagen, ich bin noch nicht helle. Alter, da kommt der nächste. Wollt ihr mich hier verarschen? Hier liegt noch ein Ei. Oh, ich zieh die alle mal raus. Oder ich probiere es jedenfalls. Wow! Ich müsste auch mal wieder auftanken hier. Ich hätte ja mit dem Drachen. Ich kämpfe nicht, ich zieh die raus. Da so. Die rum und spreche die ganze Zeit Feuer. Also mit den 80... Ja, das ist der, den ich am Arsch hab. Nee. Mit den 80er Ei ist mir jetzt gerade scheißegal, ob ich verrecke oder nicht. Ja, das lohnt sich nicht. Nee, nicht wirklich. Oh. Nentes ist mich angesprungen. Was bist du für ein Ei? Oh, ich bin draußen! Ich muss irgendwo ganz... Ein 88er, das lohnt sich auch nicht. Alter, der Server hat's aber mit 88, oder? Ja, ich hab Hitlers Ei gefunden. Ekelhaft. Das muss ja schon ganz schön verkammelt sein. Nee, aber groß. Ja, das wundert mich gar nicht. Wurde sehr viele Sachen erklärt. So, was bist du? Noch ein 80er. Mann, was ist denn hier mit den Eiern? Ja, frag dich mal. Okay, hier ist nichts mehr. Nee, ist überall nicht mehr. Also, ich könnte jetzt ruhig verrecken. Ja, oder du rettest einfach mal eine Petrine. Alter! Alter! Dem ist nicht mehr zu retten. Ich wollte es gerade noch mal reinfliegen. Da hocken genau drei Mühlen vor dem Eingang. Also 28 Leben hat mein Petri noch. Ich glaube, das kann ich toppen. Kannst du mal aufhören mit deinem blöden Kack-Flammenwurf da hinten? Alter, mal auf diesen billigen Plätzen. Ist ein Pokémon nebenbei? Ja. Dieses... Das ist... Oh, jetzt hat er mich erwischt. Ich lebe aber noch! Mich hast du nicht erwischt! Hinter mir her, ey. Ah! Jetzt hat er mich erwischt. Da würde ich nicht rausfliegen, Georg. Da sind die drei Beifern direkt. Warum sagt mir denn keiner aus den Kommentaren, dass die ganze Zeit Werbung hier vorsteht? Mann! Werbung? Der hat einfach eine Cola, die steht die ganze Zeit im Bild. Ja, also. Eier aus Beute ist echt beschissen. Ja, na, du musst sie aber rausholen, weil sonst spawnen ja keine neuen. Ja. Jetzt sind sie. Naja, du musst die Wyvern eigentlich töten, da sind ja nur 80er und so drin gewesen. Ja, das machst du jetzt schon mit dem Petri hier drin, Wyvern töten, klar. Hey, was ist denn mit dem Argentavis hier? Hey. Was, denn greift wieder ein Archi bei uns an, nee, oder was? Ja, hier ist ein Disco-Archi. Ah, hör mich zum Beißen, Affe! Irgendwo zwischenland ist er nicht tot. Jetzt beißt er den anderen Archi, ey! Hast du eine Macke, oder was? Oh Gott, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Weil du es verdient hast. Ach ja, liebe Zuschauer, ich habe ihn umbenannt. Und habe mir einen Namen rausgesucht, das ist er nicht. Das ist Mini-Fuzzi seiner. Wo ist er denn jetzt wieder? Ach, geh doch mal weg! Ja, so scheiß Viecher hier überall. Das ist jetzt das Moped. Bep, bep. Bep, bep. Oh,
auch schön. Hey. Mein Pity hat ein Level-Up, nachdem er hier 50.000 Mal von der perfekten Weibern getroffen wurde. Ich hab auch einen Käfer, aber den kannst du auch tamen, wenn ich Kacke hätte. Scheiß noch eine Schnauze. Ja. Genau, kack einfach mal. Hier ist alles so angsteinflößend, ich kack mir hier schon die ganze Zeit in die Hosen. Also lohnt sich nicht nochmal da runter zu gehen, weil wenn die 80er Wyvern da unten rumschwirren, da kommen auch nur 80er Eier und so. Ich hab ein 160er Ei gefunden. Ja, das ist ja auch nicht gerade das Beste. Ja, der 160er ist ja auch draußen. Ja, aber mit einem 160er kannst du schon mal die ein oder andere Wyvern wegmachen. Hm. Und, Alter, hat dieser hässliche Kack beschissene Agatavis unseren Trog kaputt gemacht? Boah, ach, nö. So eine Kackratte, ey. Wenn irgendeiner dann irgendwann mal mit einer Zucht anfängt, dann haben wir hier einen Haufen Fresssäcke. Spätestens dann brauchen wir auf jeden Fall mehrere. So, Fuzzi, du bist zurück. Geil, ja. 288er Ei. Boah, der Wichser hat jedes Mal so ein Glück, ich hasse dich. Wollen wir wetten, jetzt stirbt er? Boah, das ich bin schon raus, ey. Das glaube ich nicht. Wo hab ich denn jetzt eigentlich meine Sachen reingepackt? Deswegen immer einen Bulbdog dabei haben. Ich hasse die Viecher, die sind hässlich. Deiner sieht aus, als hättest du die ganze Nacht drauf gepennt, ey. Ja. Aber nur ich auf hoffe, meiner dabei ist es auch geblieben. Ja, du benutzt ihn doch immer. Ja, und ich als Kissen. Sagst du, du kleines, schleimiges, geiles Ding. Dir stecke ich halt mal die Leuchte rein, Junge. Oh. Ich habe auch eine Leuchte, wusste ich auch gar nicht. Obwohl, wenn ich genug gute Glatze spiele, leuchtet der auch. Alter, Fliege, verpiss dich! Diese scheiß Tourette immer furchtbar. Ja. Guck mal, ich mach dir Licht. So, Freunde. Ja. Georg, der hat wieder. Kriegt wieder alles. Was? Wir kriegen nichts. Wir Georgs, Georgs Kacke. Gut, haut rein. Macht's gut. Habt einen schönen Tag. Ciao. Ciao.